Hiho und willkommen zurück, meine lieben Strategiespiel- und Wikinger-Freunde, zu Cultures, der Deckung Windlands. Cultures, die Rache des Regengottes. Ja. Gut, wir sind immer noch in der zweiten Mission des Add-ons, also in der Rache des Regengottes. Sind mittlerweile gut dabei, Nahrung zu produzieren. Also können wir auch den Speed anmachen. So, Geschirr wird gemacht. Möbel werden gemacht. Du bist wieder Jäger, das ist gut. Wirst dein Leder los, das ist auch gut. Ah, gucken wir mal. Obdachlos ist nur Sören, unser Schwertkämpfer. Wir haben aber auch noch einen anderen Sören, der hier der Träger ist. Ja, Gabelbart des Steinmetz. Noch mehr Nahrung. Gut, wir sind überall versorgt. Erstmal will ich mit denen Frieden schließen. Die Sache ist die, wie ich gesagt habe, die Add-on-Missions, die kenne ich nicht so gut, weil ich sie gar nicht gespielt habe. Abgesehen jetzt von der ersten, die kannte ich noch. Aber die zweite erinnere ich mich kaum noch dran. Also ich wusste, dass hier im Norden irgendjemand war. Und ich wusste, dass die Gelbmesser hier sind. Das war aber eigentlich auch schon alles, was ich wusste. Noch. Ich wusste nichts von den Rotmessern hier. Und ich weiß nicht, ob irgendwo im Inland Feinde herumwuseln. Wo ist eigentlich unser Schwertkämpfer? Sehr berechtigte Frage, oder? Hier nämlich nirgends. Nebenarbeiterzelt steht schon seit einer Weile leer. Ja, weil unser Steinmetz Steine haut. Ich sollte vielleicht wenigstens die Bäckerei und so an das Hauptgebäude anschließen, dass unsere Bauarbeiter auch noch was zu tun haben. Während wir darauf warten, dass wir genügend Nahrung zusammenkriegen. Und wir haben einen Tischler. Sehr gut. Bald musst du uns aber auch wieder Bäume fällen. Ja, und ich werde wahrscheinlich dann da oben Bäume fällen lassen und hier unten das Holz ein bisschen dezimieren, dass ich Platz für eine Brauerei habe. Und ja, das Zweifamilienhaus, das kann ich da draußen nicht stellen. Vielleicht kann ich die Brauerei hier irgendwo reinquetschen. Ey, wir haben den Träger erfunden. Sehr schön. Und sie bauen die Straßen mal wieder total bekloppt. Naja, zum Glück haben wir genug Steine. Nachher wird halt der Steinmetz nach hier verlegt. Wenn wir dann ein Militär aufbauen müssen. So, du hast die gewünschte Warenmenge hergestellt. Ja. Ja, wie?
Das heißt, du kannst mal wieder Holz fällen gehen, bevor wir wieder Holzwerkzeuge brauchen. Oh, da ist unser einsamer Soldat. Also ja, ich bin schon mal nicht zu nah in feindes Land marschiert, um was zu sehen, wenn da Feinde sind. Ich sehe halt nur die roten Messer, die gelben Messer und die Blaubeeren. Ehrlich, wäre jetzt auf solche Namen gekommen. Ah, noch 6 Nahrung. Da wird vom Bäcker einmal gebracht. Fischer bringt auch. Ja, gut. Stein ist ein bisschen Mangelware. Deswegen lassen wir es mal bei der einen Straße hier. Wenn wir danach hier ein Außenlager errichten sollten, dann werden wir mehr Stein brauchen. Gut, wir sollen 400 Nahrung in das zerstörte Gelbmesserlager bringen. Deswegen lernt Hafgrim jetzt mal die Kunst des Tragens. So, Träger. Und wir haben einen Träger, der jetzt erst einmal hier arbeitet. Und als Hauptsammelstelle, die das Fischerzelt hat. Damit unser Fischer hier schneller leer fischen kann. Töpferei steht schon lange leer, wir haben aber noch genug. So kriegen wir dann auch übrigens schneller die Nahrung zusammen, die wir brauchen. So, wir haben schon mal die Nahrung für die Diplomatie. Oh, Söldner anheuern. Ihr habt unser Vertrauen, euer Geschenk und zeigt eure guten Absichten. Gerne sind wir bereit, euch zu helfen. Ja. Jetzt kann ich bei den Söldner anheuern, bei den Blaubeeren nichts. Gut. Schusserei steht auch schon seit einer Weile leer. So, jetzt heißt es Nahrung zusammenkriegen für die Gelbmesser.
Handeln können wir aber immer noch nicht mit ihnen. Gut, wir könnten aber theoretisch bei ihnen für Bier Söldner anheuern. Wenn es immer nur Bier ist. Blaunasen, Blaubeeren wollen nichts von uns. Gelbmesser sind uns sowieso immer freundlich und suchender Wolf. Die Rotmesser sind uns jetzt auch freundlich. Und wir können Söldner anheuern. Wenn wir so 20 Nahrung hier drin zusammen haben. Obwohl, wenn wir die 40 Nahrung zusammen haben, dann fangen wir an zu handeln. Mit den Gelbmessern. Beim Augenblick beschränken wir uns ja hauptsächlich auf die Nahrungsproduktion. Also eigentlich besser gesagt auf eine zivile. Ein ziviles Dorf. Oh. Wir haben kein Werkzeuge mehr. Mach uns also mal neue. Oder am besten 10 neue. Je nachdem, wie viele rauskommen jetzt. So, 14 haben wir schon mal. Fehlen also noch 26 Nahrung. Also ja, ich denke mal, ich fange schon mal mit der Bierproduktion an. Unwichtig wäre das nämlich nicht. Ich will sie aber, wenn es möglich ist, sie nah ans Haupthaus kriegen. Also Kahlschlag. Du kannst trainiert werden, das ist immer gut. So, das reicht schon. Das heißt, du bist wieder Bauarbeiter. Du hast deine Warenmenge hergestellt, also fällt wieder Holz. Na gut, bau erstmal die Brauerei. Dann kannst du das Zweifamilienhaus bauen. Sobald wir die beiden Bäume auch noch losgeworden sind. Möbelwerkstatt steht leer. Wir haben aber noch genug Möbel.
Wir haben sogar immer noch genug Schuhe.